Hallo Sven. Moin Urs. Wenn wir dich inmitten im kanadischen Urwald mit einem Kompass und einem Schweizer Taschenmesser aussetzen würden, würdest du da rausfinden? Nein. Aber du bist doch Pfadfinder, das muss doch irgendwie klappen. Es ist schwierig, ja, trotzdem. Was ist dein größtes Geschenk in deinem Leben? Mein größtes Geschenk in meinem Leben sind meine Freunde. Kino oder Theater? Kino. Welchen Film hast du zuletzt gesehen? Baywatch. Wie war's? Sexistisch, witzig, nicht. Es war komisch. Chips oder Eis? Chips. Mädchen sind die besseren Pfadfinder, weil? Sie viel auf die Leute eingehen können, immer alles im Blick haben und ja. Jungs sind die besseren Pfadfinder, weil? Sie viel Action machen und Klamauk und so die Kinder mitziehen. Lieber barfuß durch Brennnesseln oder ohne Geld beim Bezahlen an der Tankstelle? Barfuß durch Brennnesseln. Von welchem Promi warst du als Kind Fan? Als Kind Fan von? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hatte da so keine Fan. Obwohl, Nora Tschirner. Warum? Eine tolle, witzige Schauspielerin. Was ist der größte Unterschied zwischen dir und einem Hund? Ich halte nicht meinen Kopf beim Autofahren aus dem Fenster. Warum sollte man denn heutzutage noch Pfadfinder werden? Ist ein tolles Hobby, man ist in der Natur, man hat viel Spaß, trifft Freunde. Ich habe immer noch meine Freunde, besten Freunde bei den Pfadfindern kennengelernt. Das ist Gemeinschaft, super klasse. Wie sieht's im Himmel für dich aus? Entspannt, grün, ruhig, warm, nicht zu heiß. Viele Freunde um mich drumherum. Was ist dein allerliebster Lieblingsort auf der ganzen Welt? Vor meinem Zelt auf dem Rücken liegend und es ist dämmerig. Prost oder Mahlzeit? Prost. Kannst du kochen? Ja. Wie guckst du, wenn es anfängt zu schneien? Ich habe gerade so geguckt. Ich gucke, oh, es schneit und es wird weiß und es ist jetzt schön, aber gleich ist matschig und dann ist wieder hässlich.